Jo Freunde, das neue Fortnite-Update 20.2 ist jetzt online, die Server sind da und ich fasse mal alles zusammen, was wir bekommen. Neue Infos, neue Sachen, was sich geändert hat und vor allem viele Gratis-Items, die wir auch bekommen können. Ich gehe mal alles Schritt für Schritt durch. Wir starten direkt und zwar mit der ersten Sache, mit der Karte. Die IO kämpft ja gegen die 7, gegen den Widerstand. Es war bei Condo Canyon unten. Da seht ihr schon, ist jetzt fertig und der Zeppelin ist hier im Meer einfach abgestürzt. Also die 7 haben wieder gewonnen hier. Der Zeppelin von den IO-Wachen ist im Meer und der Bereich ist jetzt hier auch quasi erobert. So, nun ist jetzt aber als nächstes hier Coney Crossroads an der Reihe. Hier ist aktuell der neue Kampf einfach, wo die 7 gegen die IO spielt oder kämpft. Und hier findet ihr natürlich auch wieder die Jagdmeisterin Saber mit der mystischen Waffe. Also das jetzt auf jeden Fall nach hier gewandert und hier auch der Kampf jetzt auf der Map. Das ist schon mal die erste Änderung. Dann die zweite Sache, die ganz wichtig ist. Und zwar könnt ihr ab heute den Prowler bekommen. Ihr seht, verfügbar in 3 Stunden, ist dann glaube ich 15 Uhr, müsste das sein. Da müsst ihr Aufgaben machen. Ich mache nochmal ein Video zu, weil aktuell sehen wir nicht, was für Aufgaben das sind. Ihr seht nur, schließe Prowler-Aufträge ab. Müssen wir dann einige Aufträge abschließen und können die ganzen Sachen hier natürlich freischalten. Wie gesagt, ich mache noch ein Video zu. Checkt das gerne mal aus dann und dann zeige ich euch, was ihr da genau machen müsst. Dann gibt es noch eine Änderung und zwar, wenn ihr auf das Spiel beenden wollt hier, auf Start drückt, dann hat sich das alles irgendwie, sieht jetzt ein bisschen anders aus. Auch im Spiel selber, wenn ihr in-game seid, sieht ein bisschen anders aus, könnt ihr direkt rausgehen. Und das nochmal eine kleine Änderung, wollte ich euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen. Das erstmal dazu. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Desktop und gucken uns mal die offiziellen Änderungen an, die es hier gibt. Einige habe ich euch schon erzählt hier, zum Beispiel jetzt hier Kampf um Coney Crossroads ist jetzt da. Zudem aber noch neue Waffe und mehr, vor allem auch noch Gratis-Items. Wir gucken uns das Ganze mal kurz hier an. So, und zwar erstmal den Kampf habe ich euch schon erzählt, dann aber neue Waffe, die Ranger, Schrotflinte, die ist jetzt im Spiel drin. Könnt ihr normal einen Ton finden, Vorratslieferung auf dem Boden und so weiter. Zeige ich gleich mal ein Video, die ist schon relativ krass. Änderung aber hier, die hat nur ein Magazingröße, also eine Patrone könnt ihr schießen, dann müsst ihr nachladen, deswegen passt da ein bisschen auf. Die auf jeden Fall im Spiel. Gameplay gibt es gleich. Dann hier Barren aus dem Schneider. Wir können uns die Boogie-Bombe oder den Taschenriss freischalten. Das Ganze können wir uns ab dem Samstag, jetzt ab Samstag, 23. April bis 26. können wir die ein bisschen spielen, sind dann auf der Insel. Und ab da an, also nach dem 26. können wir dafür natürlich wieder Barren spenden. Und das Teil, was als erstes 100% erreicht hat, wird dann direkt ins Spiel reingebracht. Also Boogie-Bombe oder Taschenriss. Dann haben wir demnächst verdeckte Operation Aufträge und hier gibt es eine Gratis-Spitzhacke für alle. So, und zwar fängt das Ganze an am 22. April, ist glaube ich jetzt der Freitag, meine ich zumindest, also 22. um 15 Uhr fängt das Ganze an. Und zwar mit dem Auftrag 1. Ich weiß noch nicht, was das für ein Auftrag ist, werde ich dann sehen. Werde ich wahrscheinlich ein Video machen, wenn es schwieriger ist. Aber den Auftrag müsst ihr machen bis zum 26. April, also 14.59 Uhr. Erster Auftrag in der Zeit. Wenn ihr dann den Auftrag abgeschlossen habt, bis zum 26. April, könnt ihr den Auftrag 2 machen. Der beginnt dann am 26. um 15 Uhr. Dafür habt ihr wieder ein paar Tage Zeit, müsst das dann bis zum 28. um 15 Uhr machen. Dann kommt Auftrag 3, der beginnt dann am 28., falls ihr halt die davor gemacht habt. Da habt ihr auch wieder 2 Tage Zeit. Und falls ihr das gemacht habt, könnt ihr dann Auftrag 4 am 30. machen. Um 15 Uhr könnt ihr starten und dann, wenn ihr alle 4 Aufträge abgeschlossen habt, bekommt ihr die Belohnung Spitzhacke Geheimhammer. Da bin ich mal gespannt. Ich habe, glaube ich, aktuell noch kein Bild dazu, wie das Ganze aussehen wird. Wird dann demnächst kommen. Ganz wichtig aber auf jeden Fall, macht immer die Aufgaben, bis es hier, also bis die Deadline hier ist. Sonst könnt ihr die danach wohl nicht mehr machen. Deswegen erst Aufgabe 1 direkt abschließen, dann, wenn Aufgabe 2 kommt, direkt abschließen, Aufgabe 3 direkt und Aufgabe 4 auch, dass ihr die Spitzhacke auf jeden Fall bekommt, denn die ist für alle gratis. Dann haben wir hier noch ein paar Wettkampfanmerkungen, ist jetzt glaube ich nicht so wichtig hier, Fehlerbehebung, falls ihr das irgendwie sehen wollt, euch durchlesen wollt und so weiter, macht kurz auf Stopp hier, ansonsten setze ich euch natürlich den Link nochmal in die Beschreibung. Dann geht's weiter und zwar einmal kurz das Gameplay zu der Schrotflinte. Wollte ich euch ja zeigen. So, das machen wir mal ein bisschen größer. Und ihr seht schon, ein Schuss,
108 Schaden auf den Kopf, hier sogar 115 von Nahem. Also die geht ordentlich ab, die Schrotflinte. Aber wie gesagt, hat nur einen Schuss, dann müsst ihr, seht ihr, direkt nachladen. Aber auf Distanz macht die natürlich mehr Schaden als andere Schrotflinten, die wir aktuell im Spiel haben und auch kennen. Das zur Schrotflinte, weiter geht's. Neue Skins bzw. Skin-Varianten, und die könnt ihr sogar schon gratis bekommen haben, falls ihr euch einloggt. Das ist nämlich der Ruby-Skin bzw. auch die männliche Variante davon. Gibt es jetzt nochmal so eine bunte Variante hier mit irgendwelchen Stickern drauf. Sieht eigentlich ganz nice aus, finde ich. Den gibt es natürlich gratis obendrauf, falls ihr den Skin schon habt, euch einloggt, dann bekommt ihr den direkt. Ebenfalls natürlich mit der männlichen Variante, sieht eigentlich auch ganz nice aus. Und falls ihr noch nicht habt, euch die kaufen wollt, dann kriegt ihr die natürlich im Item-Shop, wenn die wieder reinkommen. So, das einmal kurz dazu. Dann gibt es noch demnächst wohl hier gratis Items, hier so ein Spray. Da gibt es wieder irgendwie ein Konzert, müssen wir uns dann angucken. Ich weiß noch nicht genau, wann das Ganze sein wird, wie lange wir gucken müssen. Da gibt es aber dann ein Spray, finde ich jetzt nicht so interessant. Wollte ich euch auf jeden Fall nochmal kurz zeigen, dass es das dann demnächst auch hier auf jeden Fall einmal geben wird. Kommen wir zu den ganzen Sachen, die generell neu reingekommen sind, also die kosmetischen Artikel heute in dem Update. Mache ich auch nochmal kurz groß, Cam weg, dann seht ihr alles. Eigentlich nichts groß Interessantes, wir haben sehr, sehr viele Sprays hier, Emoticons, wir haben noch hier so zwei Lackierungen. Dann haben wir, das ist der geheime Hammer, das wird der wahrscheinlich sein, hier oben rechts seht ihr es, den wir dann gratis bekommen können, Secret Sledge, so hieß der ja. Sieht eigentlich ganz nice aus, okay, also der zu den Aufgaben, die wir machen müssen. Ansonsten natürlich hier noch Ladebildschirm. Sonst eigentlich nichts wirklich Besonderes. Patente gucken wir uns gleich nochmal an, wie die dann wirklich aussehen. Ansonsten aber hier wirklich nichts groß Besonderes. Wirklich mehr Sprays als alles andere. Dann haben wir neue Shop-Aktualisierung, und die heißt natürlich immer, die Sachen kommen auch dann in den Shop demnächst rein. So, wir haben natürlich die zwei Skins, die ich gezeigt habe hier, die kommen dann auch demnächst wieder, und ihr seht schon, sehr viele Star Wars Sachen hier am Start, und die kommen dann demnächst auch rein, wahrscheinlich kurz vorm 4. Mai oder am 4. Mai werden wir dann sehen. Zudem noch zwei Spitzhacken, zeige ich gleich nochmal in groß, und natürlich die Emotes, die zeige ich euch auch nochmal. Hier, die kommen nochmal neu rein, und Lackierung. Das also alles dazu, was jetzt groß an den neuen Sachen drin sind hier, die wieder in den Shop reinkommen werden. Also nichts Interessantes groß, aber natürlich für Star Wars Fans hier einiges am Start. Und dazu kommen wir auch schon, denn hier, die Star Wars Sachen sollen am 4. Mai zurück in den Item Shop kommen. Und zudem soll hier noch ein Imperial, also der Stormtrooper, soll als NPC, also als Charakter auf der Map wieder erscheinen. Vermutlich dann auch in der Zeit, wo einfach die Star Wars Skins wieder in den Shop kommen werden, weil einen Tag vorher oder den gleichen Tag ist, glaube ich, sogar noch ein Update geplant. Von daher wird das da auf jeden Fall sehr, sehr gut passen. So, das dazu. Dann nochmal Neuerungen auf der Map, und zwar Klombeeren sind zurück auf der Map, könnt ihr wieder sammeln, und das natürlich passend dazu, dass die Klombo-Berge ja wieder da sind, hatte ich euch gezeigt, und Klombo vermutlich dann auch demnächst wieder ins Spiel kommen wird. Jetzt also erstmal die Klombeeren wieder da, das als kurze Info für euch. Dann haben wir noch eine Sache, und zwar diese Pickaxe hier, die Spitzhacke ist aktuell gesperrt. Die ist von dem, wie heißt der Skin, Komplex-Skin. Und da haben wir noch eine neue Variante, die wohl in den Files ist, und zwar so eine Lava-Variante. Weil normal, ihr seht es gar nicht, Cam ist im Weg, gibt es die anderen zwei Varianten, oder die Variante gibt es ja schon von Anfang an. Und die ist aktuell gerade gesperrt im Spiel, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst, falls ihr die zocken wollt, funktioniert nicht. Aber ganz wichtig, es gibt wohl eine Lava-Variante, und passend dazu soll es hier dann auch einen neuen Komplex-Skin in der Lava-Variante geben. Finde ich, sieht sehr nice aus. Ich bin gespannt, ob man den dann dazu bekommt einfach oder sich extra kaufen muss, weil es gab schon mal ein paar Lava-Skins, die musste man sich extra kaufen. Werden wir sehen. Der wird dann aber vermutlich ins Spiel reinkommen. Das als kurze Info für euch auch hier, dass die Spitzhacke halt momentan gesperrt ist. Dann nochmal kurz die anderen Spitzhacken hier. Das sollen wohl Coachella-Spitzhacken sein. Hier hatte ich euch gerade nochmal in klein gezeigt. Jetzt hier einmal in groß. Und zudem gibt es hier noch wohl irgendwie ein paar Bilder, Fortnite x Coachella, das sind wohl die neuen Sachen, die noch reinkommen werden, neue Skins. Ich weiß nicht, ob man die schon gesehen hat, ich glaube noch nicht, das auf jeden Fall passend hier zu den Skins hier. Die Spitzhacke, das ist glaube ich der Rucksack, und hier haben wir nochmal passend, ich wollte gerade sagen, das ist der Helm, aber ich glaube auch, das ist einfach ein Rucksack, Spitzhacke und dann noch natürlich die Lackierung. So, das haben wir alles da. Jetzt gucke ich mal, was wir noch haben. Und zwar natürlich die Emotes. Wollte ich euch auch zeigen. Mach ich mal kurz in größer. Das sind die neuen Emotes. Ich glaube,
4 Stücke zusammen, die noch reinkommen. Er snackt sich einfach mal ein paar Cornflakes oder so hier weg. Ja, geht auf jeden Fall klar. Das ist das erste Emote. Dann ansonsten haben wir noch zwei, beziehungsweise Spitzhacken. Nee, gar nicht. Das war das einzige Emote. Das ist noch die Spitzhacke, die neu reinkommen wird. Einmal hier in groß. Und ansonsten haben wir noch dieses FNCS-Item. Zeige ich gleich nochmal in groß. Das kann man vermutlich jetzt durch die FNCS neu bekommen. Und dann nochmal die zwei Lackierungen hier. Die ist ganz nice. Und dann haben wir noch hier die andere. Die geht eigentlich auch klar. Aber finde ich natürlich nichts groß Besonderes. Ja, das ist dieses Champions Shield, das neue FNCS Backbling. Ich bin gespannt, ob man das nur bekommen kann, wenn man bei den FNCS selber mitspielt. Es gab ja auch mal diese Spitzhacke. Oder ob wir das vielleicht bekommen, wenn wir einfach auf Twitch zugucken. Falls das der Fall sein sollte und es das gratis gibt, dann werde ich natürlich nochmal ein Video zu machen. Sieht mir ja danach aus, dass man das nur bekommt, wenn man selbst mitspielt. Aber ich bin gespannt. Wäre natürlich mal was anderes als diesen komischen Finger, den wir jetzt schon seit 2 Jahren irgendwie gefühlt haben. Von daher das dazu. Und eine Sache habe ich noch für euch, und zwar folgendes hier. In Jones neuer Voice Line wird erwähnt, dass die EO an einem neuen Doomsday-Device arbeitet. Also da vielleicht was Neues, was kommen wird. Vielleicht auch fürs Live-Event, was wir dann bekommen. Wollte ich auf jeden Fall auch nochmal zeigen, das dazu. Und eine kurze Sache noch, denn ihr könnt natürlich auch momentan gratis Skin-Bundle bekommen von Intel. Hatte ich ein Video zu gemacht, falls ihr noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall mal aus. Hatte ich heute Morgen hochgeladen. Und das würde ich sagen, war es auch erstmal alles zu dem neuen Update. Ja, später kommt noch das Video zu den Prowler-Aufträgen. Hier hatte ich euch gesagt, da schaut auf jeden Fall nochmal rein, dass ihr den freischaltet. Ansonsten war es das erstmal. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.